mein Gott, bitte mach einfach schnell jetzt. 12, 11, 10. Mal Mauerbrecher. Was? Ja! Hey Leute, wir starten rein, Speedrun-Duell Tag 2. Wir sehen es hier schon mal, hier ist der aktuelle Spielstand, absolut geil, wie der auch eingeblendet ist. Auf Platz 1 ist Helly, dann auch bei Schwitzer, dann Schlonzi, die haben es alle drei überholt, die haben alle drei auch einen Tag mehr gepusht. Die wollen wir heute angreifen, sprich wir wollen heute zurück auf Platz 1, dafür brauchen wir eben mindestens die 1600 Trophäen. Das heißt, wir müssen hier kurz schauen, es wäre auf jeden Fall hier Arena 6, Bauarbeiterwerkstatt. Dazu haben wir noch ordentlich Trophäenpart aufzuholen, wir könnten sogar ab 1000 Trophäen die erste legendäre Karte heute sogar ziehen, da bin ich auch sehr gespannt, ob das klappen wird. Und ansonsten danke für den unglaublich krassen Support. 40.000 Aufrufe in 3 Stunden auf das neue Video. Gestern neuer Zuschauerrekord fast. Und ich würde sagen, noch Link zum Stream. Allgemein ist der erste Link in der Videobeschreibung. Wir sind jeden Tag um 19 Uhr online, ab jetzt 20 Tage lang. Und der Gewinner, noch ganz wichtig, bekommt einen Preis im Wert von mehreren 100 Euro, können wir jetzt schon sagen. Wird also auch extrem spannend werden, wer das Ganze am Ende gewinnen kann. Ich will es auf jeden Fall versuchen und euch auf jeden Fall heute natürlich wieder. Viel Spaß mit den Highlights. Wir haben zuerst hier das Golem-Deck. Und zum anderen hätten wir eben das Riese-Deck. Ich glaube, das Golem-Deck ist fast nicer, weil wir. Ich glaube, das Golem-Deck ist nicer, weil der Golem ein Level höher ist. Würde ich sagen, wir starten rein mit dem Golem-Deck. Nächstes Spiel, da kriegen wir direkt eine Riesentruhe und dann haben wir direkt die nächste Arena in 3 Siegen. Wir müssen heute 700 Trophäen hochkommen, um eben wieder uns Platz 1 zurückzuholen. Weil Helly eben ganz krass vorgelegt hat auf 1600 Trophäen. Das ist sehr gut für uns, let's go. Oh mein Gott! Was? Was ist da los? Was? Was war da gerade los? Oh mein Gott. Nice. Okay, das war auf jeden Fall nicht gerade das Beste für den Gegner. So, Koboldfass habe ich vor allem drin, um eben zu versuchen, die Backup-Karten damit auszuschalten. In dem Fall die Musketieren besser auszuschalten. Er bringt Pfeile rein, ist ziemlich gut gelaufen. Nice. So, bringt gleich einen Skarmi rein. Er hat keine Pfeile mehr. Sehr gut. Und pushen wir direkt auf 3 Kronen. Wir haben eigentlich das optimale Deck. Wir haben Golem, Hexe, Prinz, optimal. Pushen direkt auf 3 Kronen durch. Sehr schön. Und der erste Sieg, genauso muss es laufen. Innerhalb von gerade mal einer Minute der erste Sieg. Ja, ich weiß, alle machen sich wieder über meine schnelle Redegeschwindigkeit lustig. Aber Leute, sobald der Countdown läuft, bin ich nicht mehr zu stoppen. Absolut, da kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr aufhören. Das hat kurz gedauert, aber ist in Ordnung. Silbertruhe, Riesentruhe, let's go, was kriegen wir? Gib mir irgendwas Gutes. Naja, okay, das war... Reden wir lieber nicht drüber. Die Valkyrie war... Ja, okay, Valkyrie geht in Ordnung, aber die Truhe an sich war mies, sehr mies. Okay, geht in Ordnung. Okay, so, wir haben einige Skelette noch am Start, Prinz nach vorne und wenn wir jetzt eben hier den 3-Kronen-Sieg schaffen, wie gesagt, also wenn wir den Sieg allgemein schaffen, haben wir es direkt geschafft, dann sind wir direkt eben in der nächsten Arena, das ist halt das Wichtige, so. Ja, wir werden halt gewinnen, aber ich brauche einen 3-Kronen-Sieg, das kann nicht wahr sein. Ja, ein Loose kostet noch mehr Zeit oder ein Unentschieden, klar, aber was prägt mir jetzt der Sieg? Das dauert mir viel zu lang, wir müssen zurückwechseln. Es war ein Fehler, es war ein Fehler. Wir wechseln zurück zu Riese danach. Das Ding ist, wir haben den Riesen leider nur Level 6, ne, deswegen, Level 5 meine ich, das ist halt kacke. Deswegen wollte ich ihn auch zuerst nicht spielen, aber was soll ich sagen? Muss jetzt halt doch wohl oder übel. Das ist jetzt geil. Da sollten wir jetzt eigentlich gleich einen Hunter drauf setzen. Wir bringen jetzt erstmal ein Drachenbaby, weil ich... Ach, kacke. Okay. Ich habe eigentlich Angst gehabt, dass ein Dings reinkommt, muss ich sagen, dass ein Skarmi reinkommt. Da kommt sie. Beide direkt drauf. So, die Hexe stirbt weg. Hatte die... Ja, wir gehen rein. Komm, wir gehen jetzt mal so rein. Ja, wir gehen jetzt so rein. Jetzt ist alles egal. Oh, der Hunter stirbt weg. Sehr gut. Kobold fast drauf. Aber das war krass von ihm. Ja, aber auch wenn es... Zumindest 3 Kronen für die Kronen. Für die Kronen halt. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir zumindest... Die Kronentruhe. Das gibt's halt echt nicht, wenn wir ne. Ich schaffe nicht mehr 3 Kronen, wenn es weitergeht. Bitte. 19 Sekunden. Ich brauche noch 3 Kronen. Wir versuchen es. Na, no, kacke. Mann, sorry, egal. Dann halt nur ein 1-0, ist in Ordnung. Oh Mann. Ganz, ganz belassen. Haben ordentlich Zeit verloren. Das allererste Mal keine 3 Kronen geschafft, was soll ich sagen. Irgendwie schade, aber egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Was heißt es? Was heißt es? Was heißt es? Wo stehen wir? 171. Was ist los? Plus 29. Ganz schnell. Und... Nächste Arena, oder? Wo ist die Arena? Da haben wir es. Nächste Arena. So, let's go. Direkt das nächste Angebot. Ganz schnell. Nächstes Angebot. Nächste Arena. Was haben wir? Hier haben wir es gerade. Wir haben eine Blitztruhe. Let's go. 1,09 € kostet es nur. Passt. Kaufe erfolgreich. Los geht's. Blitztruhe Arena 4. Wir brauchen vor allem den Knall. Gib mir den Knall. Ah, nee. Wir hätten Golem Level 2. Wir haben Riese. Let's go. Wir brauchen den Knall. Ah, Skelette. Die blitzenden Golem brauche ich nicht. Das will ich auch nicht. Blitz. Ah, von mir ist neue Karte zumindest. Okay, was machen wir? Wir wechseln auf Riese, habe ich schon angekündigt gerade. Riese ist besser. Riese Level 6, sehr schön. Create noch die Pfeile ab. Ich will das Level 6, Level 6 ganz schnell erreichen. Brauchen Level 6. Reicht es? Reicht es, reicht es, reicht es? Ne, es reicht nicht. Dann brauchen wir schnell die Blitztruhe. Es kostet alles Zeit, ne? Egal, wir brauchen das jetzt. Wir brauchen noch Level 6, ist ganz schnell. Ey, ich krieg jetzt noch den Turmskin. Ich brauche den gar nicht. Ich brauche jetzt einfach nur schnell irgendwas, was wir upgraden können. Lakaien oder Drachenbaby, sehr schön. Drachenbaby, geil. Da haben wir es. So, damit haben wir nämlich jetzt direkt Level 7 erreicht. Weiter geht's.
Die können gar nicht die Animation rein. Oh mein Gott, ist verbuggt, oder? Jetzt egal, alles weit. So, wir kommen zur allerersten Magietro. Wir hätten jetzt die Chance auf legendäre Karten. Let's go. Wir jammen einfach auf. Gold. Bomber. Lakaien. Gebt mir eine Legendary. Lakaien Horde. Ritter. Schade. Wäre so geil gewesen. Drachenbaby. Ah, bisschen belastend. Bisschen belastend. Wir kriegen noch eine Goldruhe. Die müssen wir uns abholen, obwohl ich sie gar nicht abholen möchte. Kostet nämlich Zeit. Riese 16 von 20. Haben wir noch irgendwas, was interessant wäre? Nee, machen weiter. Weiter geht's. Egal, bringen wir einfach eine Koboldfoss rein, genau. Wir machen es eben so, dass das Riesenskelett nicht so viel Value rausholt. Er hat einen Packer. Er hat einfach einen Packer, wie mies. Oh nee, kein Packer, egal. Ja, der ist nicht optimal, aber... Oh mein Gott, der Packer. Der Packer, er macht gar nichts. Wie geil. Der Packer einfach. Seht euch den Packer an, er macht nichts. Drachenbaby rein. Push uns komplett rein. Das kann sein. Das kann direkt sein, komm. Wenn wir das schaffen, haben wir es geschafft. Dann haben wir die nächste Arena erreicht. Und zwar innerhalb, wir haben zwei Arenen dann geschafft. Innerhalb von gerade mal weniger als einer halben Stunde zwei Arenen. Komm, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Komm, bitte, Prinz, Drachenbaby, alles dran. Geil. 25 Minuten, nächste Arena. Wir brauchen noch 300 Trophäen jetzt innerhalb von der nächsten halben Stunde. Das sollten wir es schaffen. Plus 30, haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Sollten wir? Das haben wir. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt geht's ab. Neues Angebot, neue Arena. Und was haben wir? Oh mein Gott, wir haben eine Königstruhe. Wie geil ist das bitte? Wir öffnen jetzt erst die Truhe und danach noch die Pastoriale Belohnung plus Trophäenfahrt. Wir öffnen jetzt alles, okay? Krasses Opening jetzt für uns. Zumindest für den Anfang. Die Transaktion läuft. Was soll das denn heißen? Was für eine Transaktion? Jetzt, danke. Let's go. Königstruhe, wir kriegen noch 5000 Gold. Jetzt geht's ab. Kriegen wir jetzt die erste legendäre Karte, bitte. Kann natürlich nicht blitzen. Wir haben Fledermäuse erstmal. Die brauchen wir leider nicht. Bitte, aber Mauerbrecher. Was? Ja! Ja! Oh mein Gott, wir kriegen die erste legendäre Karte. Wir sind der Erste mit legendärer Karte. Was kriegen wir? Tunnelkleberkacke. Scheiße. Das ist die einzige, die ich nicht möchte. Egal. Es ist die einzige, die ich nicht möchte. Die bringt uns nicht so viel weiter. Aber ist in Ordnung. Trotzdem, wir haben die erste legendäre Karte. So geil. Ich fass es nicht. Alles öffnen. Vielleicht kriegen wir noch eine. Komm. Vielleicht kriegen wir direkt noch eine. Wir haben jetzt einige Truhen vor uns. Komm. Gönnen wir noch eine legendäre. Brauchen wir nicht. Weiter. Brauchen wir auch nicht. Okay, Bomber ist nicht schlecht. 75 Mal habe ich gerade gesehen. Drachenbaby können wir mitnehmen, okay. Ja, Feuerball brauchen wir auch nicht. Ja, völlig egal. Erste legendäre Karte, Leute. Ich fass es nicht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Inferno-Tour, Megadakai, Megadakai. Gold. Kriegen jetzt hier den Packer. Haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben die erste legendäre Karte. Die nehmen wir natürlich trotzdem rein. Aber für was? Oder nehmen wir die rein? Lohnt die sich überhaupt? Aber wir haben Koboldfass. Oh mein Gott, habe ich gar nicht gesehen. Wir haben Koboldfass Level 9 einfach. Richtig geil. Drachenbaby auch höher. Und nehmen wir den Tunnelkleber überhaupt rein? Lohnt er sich? Ich glaube nicht, oder? Der lohnt sich, glaube ich, gar nicht, ne? Den Musketieren vielleicht. Ja, können wir machen. Den Musketieren. Aber wenn ich... Machen wir das? Machen wir das so? Wir machen es. Weiter geht's. Wir machen es. Wir dürfen nicht so lange überlegen. Wir haben es schon 2 Minuten gemacht. Das heißt, wir können es hier erst verteidigen und haben jetzt einen optimalen Push. Nämlich Riese, Hexe, Prinz. Genau das wollen wir erzeugen. Haben es auch einen Tunnelkleber bereit? Vielleicht können wir irgendwas zappen gleich. Mal schauen. Skami, 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 Skami. Ja, genau. Das meine ich sehr gut. Direkt ein Zap drauf. Genau deswegen will ich halt den Zap spielen. Oh mein Gott, Musketieren. Jetzt wieder Tunnelkleber. Tunnelkleber ist immer optimal, wenn man irgendwas zum Tanken braucht. Seht euch das an. Jetzt hier der Tunnelkleber. Das ist so geil. So nice. Tunnelkleber. Absolut OP jetzt hier wieder. Koboldfass rein. Nächster Sieg. Wir haben es wieder geschafft. Magietro. Wir haben eine Magietro beim Trophäenpfad. Let's go. Wir haben eine Magietro beim Trophäenpfad. Danke an alle, die mich hier drauf hinweisen. Wir haben Magietro einfach. Ganz wichtig. Komm, ist irgendwas Gutes. Magietro. Gönnt mir. Magietro, komm. Ich dachte kurz, eine legendäre Karte. Ich dachte kurz, wir kriegen Mauerbrecher und Riesenskelett. Und keine legendäre Karte, wie ich ganz kurz dachte. Egal, wir machen weiter. 1474. Okay, was machen wir? So, er hat eine Musketiere nach hinten gespielt. Ich würde das eigentlich... Ja, wir gehen rein. Das ist so geil. Das ist so unglaublich gut für uns. Jetzt können wir direkt auf 3 Kronen gehen. Können schon gerne fallen, das ist mir völlig egal. Hauptsache, wir schaffen jetzt die 3 Kronen. Die brauchen wir jetzt aber auch direkt. Es darf jetzt nicht schief gehen. Das schaffen wir, ganz ehrlich. Das schaffen wir, das sehe ich jetzt schon. Koboldfass, Riese, alles rüber, Hexe dabei. Und das ist der nächste 3-Kronen-Sieg. So machen wir das. Sehr, sehr schön. Richtig geil. So, wir können jetzt nochmal schnell die Live-Stats laden. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Live-Stats laden. Und, oh, Jona. Oh, sehr nice. Ich kann das kurz anzeigen. Sekunde, ich zeig's euch kurz. Wo sehen wir? Wo stehen wir? OBS kann man kurz aufmachen. Hier. So, da sehen wir es kurz. Wir sehen hier noch 100, ungefähr 100 Trophäen jetzt bis zu Platz 1. Jona hat inzwischen einen Abstand von 100 Trophäen. Also da haben wir wieder 30 ausgebaut. Schlonsim überholt. Der ist schon an Tag 2 vorbei gewesen. Und Mega Game F sehen wir hier. Der hat jetzt einen Abstand von 360 Trophäen. Da haben wir es auch weiter ausbauen können. Ich habe leider gerade leichte Lags, aber es geht völlig in Ordnung. Jetzt können wir zum ersten Mal den Tunnelkleber gegen den Hexe einsetzen. Das ist richtig gut, das können wir hier zappen. Das ist so gut für uns. Let's go. Zappen jetzt hier, können allen Schaden zulassen. Wir lassen den Turm jetzt hier fallen. Und die Sache ist die, dass wir jetzt eben einen richtig kranken 3-Kronen-Push am Start haben. Können jetzt hier das Koboldfass bringen? 1-1, ist völlig egal. Wir haben den größeren Push, aber der Magier wird sich vielleicht umdrehen. Der dreht sich leider um, aber ist in Ordnung. Der dreht sich leider aus Koboldfass um. Reicht das jetzt aus? Magier ist noch dabei, trifft jetzt hier alles. Ich glaube, es reicht nicht aus. Die Hexe wird nicht ausreichen. Nee.
Der Magier carried ihn, glaube ich, so wie es aussieht. Aber ist völlig in Ordnung. Wir können es hier einfach nämlich einfach... Ja, wir machen es einfach so. Nächster Riese und direkt auf jeden Fall ein Tollekreppern der Turm. Nicht vergessen, er ist Level 9. Das heißt, wir sollten es eigentlich jetzt hier damit schaffen. Der Magier darf sich umdrehen. Ne, dreht er sich auch nicht. Wunderbar. Magier dreht sich nicht um. Tunnelgräber tankt. Es muss ausreichen, bitte. Tunnelgräber, Riese. Alles dabei. Oh, es reicht nicht. Was? Oh mein Gott, tut das gerade weh, Leute. Wir müssen es einfach verteidigen. Nicht, dass wir jetzt noch 3 Kronen sie kassieren. Gegen uns. Einfach als Defen nochmal. Oh, wie belastend. Was ist das denn jetzt? Absolut belastend. Was wir jetzt hier aber einfach machen, ist Seppen und Kobold fast werfen. Dann sollten wir es trotzdem geschafft haben. Aber trotzdem, es kostet wahnsinnig viel Zeit. Das ist unnötig. Wir hätten es gerade eben fast schon gehabt, aber egal. Noch 18 Minuten Zeit. So, Koboldfass kommt. Erdpfeile. Jungs, ich kann es nicht fassen. Was ist denn jetzt hier los? Skarmir an die Brücke. Das ist so... Oh, ich hätte von einer Minute schon fertig sein können. Ich bringe Skelette rein. Das Ding ist, der nächste Tunnelgräber reicht wahrscheinlich aus. Jetzt einfach. So, Tunnelgräber, jetzt sollten wir es eigentlich... Ja, wir haben es geschafft. Er kann nichts machen. Alter, der hat uns eine ganze Minute lang aufgehalten. Sehr, sehr belastend. Konnten wir nichts machen. Schade. Trotzdem. Immerhin noch vor Schluss geschafft. Wir hätten auch zweimal selbst cyclen können, ja, aber es hat zu lange gedauert. Also das war am besten so, denke ich. So, geht in Ordnung. Plus 30 Trophäen, ein Kampf jetzt für die nächste Arena, oder? Ja. 1595 und wir können kurz den Live-Stand einblenden. Wir sollten jetzt, also ich schaffe es definitiv. Der Live-Stand jetzt hier nochmal nicht ganz live, noch einen Kampf hinten dran. Sehen wir kurz mal hier, das ist der Live-Stand. Wir sind 130 Trophäen bei Jona und sind jetzt nur noch einen Sieg von Platz 1 entfernt. So, entscheidendes Spiel ist hier für Platz 1. Entscheidendes Spiel. Riesen nach hinten. Was macht er? Musketieren können wir erstmal ignorieren, ist völlig in Ordnung. Wir machen unser Ding und gehen auf 3-Kronen-Push. Ich hoffe, er bringt nichts davor. Optimal, sehr gut. Musketieren, komplett useless schon mal. Bringt gleich noch einen Drachen wieder zu, auf jeden Fall, dass wir schon Flächenschaden dabei haben. Warten ab. Er macht gar nichts, oder? Oh, bitte Freewin, wäre so wichtig. Das wird uns immer extrem viel Zeit sparen. Er gibt uns, glaube ich, echt, ja, er gibt uns, glaube ich, echt einen Freewin. Was wir jetzt hier machen können, ist ein Tunnelgräber da... Ach, nee, es gibt auch noch ein Dings rein. Okay, ist in Ordnung. Bringen Kobold fast dazu. Wir haben ordentlich Backup. Wir haben noch Riese dabei, Prinz. Wir haben auch einen Sepp bereit, falls ein Skarmir kommt. Ein Grabstein ist völlig in Ordnung. Wird auch direkt wegsterben. Wir haben immer noch einen Sepp bereit, falls ein Skarmir reinkommen sollte. Das ist auch in Ordnung. Können Sie hier sogar noch Skarmir selber reinspielen. Das ist es. Das ist es. 16 Minuten noch und wir haben jetzt schon Platz 1. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Angeboten. Ganz wichtig. Wir brauchen jetzt erstmal krassere Angebote. Wir brauchen jetzt erstmal krassere Angebote. So, plus 30. Wo sind wir? Plus 30. So, let's go. 1600 Trophäen, Platz 1 übernommen. Nächstes Angebot. Was haben wir? Was haben wir? Boah, wieder eine Königstruhe. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt alles auf einmal öffnen. Passwörter und alles werden wir jetzt öffnen. Die Zeit läuft halt ab, ist klar. Es kostet alles Zeit, aber egal. Nächste legendäre, nee, nächste Königstruhe, nicht legendäre Königstruhe. Keine legendäre, wir kriegen. Wir haben nicht so viel Glück gerade. Barbarenfass ist absolut nutzlos. Haben wir jetzt vielleicht Glück wenigstens ein Pass Royale? Es ist absolut lächerlich gerade. Also das war jetzt... Okay, wir haben schon die erste Legi. Aber wir haben mit den Epic Cards so viel Pech wirklich heute. Ja, wir haben Pech. Vielleicht ziehen wir wenigstens noch eine Legi aus einer Kronentruhe oder so. Nee, ist unwahrscheinlich. Na, leider nichts. Wir hätten vielleicht die Dings blitzen sollen, ne? Wir hätten vielleicht die epischen Karten gerade blitzen sollen, egal. Jetzt ist es spät. Zap, können wir nochmal Feuerball. Was haben wir hier? Poison oder Tornado. Bringt's beides. Oder Tornado vielleicht ganz nice. Tornado wäre nice gewesen, bin ich dumm. Es gab mir ein Fehler oder war ein bisschen viel jetzt hier an der Stelle. Wobei, wenn die überleben würde, wäre es in Ordnung. Weil vor allem deswegen, weil ich jetzt eben noch hier möglichst viel Leben an meinen Support-Truppen haben wollte. Bringt's hier einen Koboldfoss rein, wenn er jetzt keine Pfeile hat. Das wird so feiern. Muss aufpassen jetzt. Magier. Der rasiert natürlich jetzt alles weg wahrscheinlich. Ja, der war nicht schlecht. Trotzdem haben wir noch ordentlich Backup. Wir gehen jetzt trotzdem weiter rein, würde ich sagen. Bringt's hier einen Tunnelgräber in den Hauptturm. Haben noch ein bisschen Backup. Reicht das aus? Nee, war nicht gut von mir. Schade. Hexe wird jetzt auch nicht ausreichen, oder? Hexe. Wobei, wir könnten noch einen Prinzen dazu bringen. Wir haben noch eine Hexe dabei. Sie ist Level 7, nicht vergessen. Prinz ist auch Level 7. Sepp ist bereit. Komm. Skelett, was ist so schlecht? Let's go, er hat nichts, oder? Prinz ist dran. Prinz ist dran. So, konzentriert bleiben. Sepp bereit, halt in der Rage. Jetzt hier in Wut. Ja, Sepp. Sepp sitzt. Let's go, reicht das? Hexe. 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 Nicht pass. Hexe, let's go. Geil. Wie im ersten Video, wer es gesehen hat. Nice. Bei 1771. Das sind 4-5 Kämpfer, das können wir schaffen. Aber es wird ganz knapp. Ich glaube, wir schaffen es eher ganz knapp nicht. Mal schauen. Gerade mal in die Live-Tabelle. Wir sehen in der Live-Tabelle jetzt hier, Jona ist immer noch 100 Trophäen hinter uns. Er ist absolut krank auch am Pushen. Also Jona ist weiterhin absolut dabei. Vielen, vielen Dank an Duakis für die 10-Euro-Spende. Er schreibt Grüße aus der Schweiz. Grüße an der Stelle auf jeden Fall zurück. Vielen Dank. Aber das Ding ist halt einfach gerade, wir brauchen jetzt halt sofort einen 3-Kronen-Sieg und es wird scheinbar nichts. Und danach bräuchten wir halt einen Sieg innerhalb von einer Minute. Das ist ja fast unmöglich. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Jetzt so schnell wie möglich. Vielleicht können wir es jetzt damit schaffen. Wir versuchen es, möglichst viel Schaden zu kassieren. Er bringt unfassbar schlechte Pfeile. Ist so gut für uns. Bringt hier einen Prinzen rein. Davor. So. Jetzt hier den Tunnelkleber davor schieben. Dann könnte es vielleicht klappen. Tunnelkleber direkt davor. Tankt auf jeden Fall jetzt hier gleich für den Prinzen. Wir haben noch immer Hexe und... Oh mein Gott, bitte reicht das. Hätten Skarmir direkt.
Hexe, bitte, Hexe, ganz schnell. Nee, es reicht nicht. Oh, Leute, ausgerechnet in so einem wichtigen Match schaffen wir es nicht. Das wäre so wichtig gewesen, ich sag's euch. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Das kann nicht wahr sein. Es laggt gerade, tut mir leid. Ich fasse es gerade nicht. Ausgerechnet, wenn wir es gerade bräuchten. Okay, das ist gut für uns. Komm, jetzt können wir vielleicht nochmal Zeit sparen. Das wäre ganz wichtig. Bitte, 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 bitte. Prinz rein, Prinz davor, Prinz davor. Sehr bereit halten. Oh, schlechte Musketiere, let's go. Ah, kacke. Set mich schnell. Die Skarmie war krass, egal. Kurbelt fast rein. Starke Pfeile, die treffen nicht, die treffen nicht. 30 Sekunden. 1,5 Minuten, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Es wird ganz, ganz, ganz knapp werden. Oh, bitte schaffen wir noch das letzte Match, aber es wird nicht reichen. 1,20. Wir hätten es eine Minute früher oder eine halbe Minute früher schaffen müssen, glaube ich. 1,19, dann 18, 17. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Das schaffen wir einfach nicht. Wir schaffen noch ein Match, es reicht nicht. Oh, schaffen wir das? Wir bräuchten es innerhalb von einer Minute. Wir bräuchten es innerhalb von einer Minute. Es ist bei 1,150. Schaffen wir das? Achso, dann schaffen wir es eh nicht. Wir schaffen es sowieso da nicht. Kacke, egal. Trotzdem, absolut geil. 1,900 Trophäen. Wenn wir es jetzt nochmal schaffen würden, wir bräuchten jetzt einen Sieg innerhalb von einer Minute. Bitte. So gut, wir gehen direkt rein. Wir gehen. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Okay. Das könnte gut werden. Lass den Turm jetzt hier fallen. Geht es hier mit Riese, Prinz und Tunnelkleber rein. Bitte schaffen wir das. 40 Sekunden noch. Sepp ist bereit. Was macht er? Oh, bitte, Leute. Das wäre so krank, wenn wir es schaffen würden. Der Prinz war absolut schlecht. Oh, die Hexe überlebt. Ganz wichtig. Angst. Da kommt eine Skarmie rein. Schaffen wir das? 29 Sekunden. Ich glaube, wir schaffen es wirklich, oder? Wenn wir das jetzt direkt schaffen würden. Oh, die Zeit läuft ab. Es wird so knapp werden. Oh mein Gott, bitte. Wir müssen, bis die Zeit abgelaufen ist, noch ein Spiel finden. Das ist das Wichtige. Schaffen wir, oder? 18 Sekunden, 17, 16. Ich glaube, wir schaffen es. 15, 14, 13. Oh mein Gott, bitte mach einfach schnell jetzt. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja! Oh mein Gott. Geil, alles auf entspannt jetzt. Wir haben es in letzter Sekunde noch geschafft. Was war das denn? Wieso haben wir noch, wir haben sogar noch 2 Sekunden gebraucht, bis wir ein Spiel gefunden haben. Jetzt alles entspannt, wir haben es nochmal auf letzter Sekunde wieder geschafft, noch ein Spiel zu finden. Jetzt gewinnen, ganz wichtig, wenn wir es jetzt verlieren würden, dann wäre es ärgerlich. Wir sind 1000 Trophäen gepusht, wenn wir das gewinnen. Das ist ja krank. Wir hatten am ersten Tag schon 1000 Trophäen gepusht, fast, ne? 924. Und wenn wir das hier holen, dann haben wir, glaube ich, 1000 Trophäen gepusht, innerhalb von einer Stunde, am zweiten Tag. Das ist ja absolut krank, wenn wir das schaffen würden. Also schaffen wir so, wie es aussieht, ne? Wir müssen ja nur gewinnen. Und das wäre jetzt eigentlich zu erwarten, hoffe ich. Mal schauen. Schlechter Feuerball, sehr gut. Prinz rein. Prinz. Sehr schön, genau, dass der Riese jetzt hier maximal überlebt. Perfekt. Bringen jetzt hier auf jeden Fall gleich hier noch einen Tunnelgräber rein. Das haben wir. Oh mein Gott, haben wir es echt geschafft? Haben wir 1000 Trophäen am zweiten Tag? Ich glaube, wir schaffen das. Tunnelgräber rein. Aber fast kommt. Und man Serp jetzt hier schnell drauf. Das ist geil. Das schaffen wir. Das schaffen wir einfach. Alter. Innerhalb von einer Stunde 1000 Trophäen. Haben wir das jetzt wirklich? Wir hatten 924. Reicht das? Oh, nicht ganz, aber Leute, das sind 996. Das ist auf jeden Fall. Oh mein Gott. Gesamtfazit, wir sind jetzt hier bei 840 von 2000 Erfahrungspunkten für Level 8. Morgen geht's richtig ab. Da sind wir dann direkt mit der legendären Truhe und legendären Königstruhe am Start. Das wird krank werden. Und heute Abend, wir sind hier nochmal in den Live-Counter, sehen wir jetzt hier nicht ganz live, Sekunde. Wir sehen es auf jeden Fall hier, wir sind jetzt hier einfach auf Platz 1, haben 160 Trophäen Vorsprung, Flobby und Big Spin und Alkrin pushen heute Abend noch, bin ich gespannt, ob die mich einholen können. Ich habe gut vorgelegt, sofort auf jeden Fall zum dritten Tag. Könnt ihr gerne noch im Abspann vorbeischauen, da ist die erste Folge vom Speedrun verlinkt. Wir haben auch eine Playlist, das heißt, ist die Speedrun Duell Playlist, eine eigene Playlist. Da sind alle Folgen auch verlinkt, könnt ihr auch gerne vorbeischauen, immer im Abspann verlinkt, am Ende von allen Folgen. Bis morgen, bin gespannt, wie es morgen laufen wird, kranker Push heute und ja, ciao.